Willkommen bei Musculus, der Videoenzyklopädie für neuromuskuläre Erkrankungen. Das heutige Thema lautet spinale Muskelatrophie, kurz SMA, und wird uns von einer Expertin aus Wien nähergebracht. Doktorin Simone Weiß ist die Leiterin der neuromuskulären Spezialambulanz der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Favoriten und als Neuropädiaterin eine Spezialistin für Nervenerkrankungen bei Kindern. Liebe Frau Doktorin Weiß, wir wollen uns heute über spinale Muskelatrophie unterhalten, kurz SMA. Was ist denn SMA und was funktioniert hier nicht richtig im menschlichen Körper? Die spinale Muskelatrophie ist eine seltene Erkrankung, ist aber unter den seltenen Erkrankungen noch relativ häufig. Sie betrifft eines von 10.000 lebend geborenen Kindern, ist auf Mädchen und Buben gleich häufig verteilt und die häufigste Manifestationsform ist die spinale Muskelatrophie Typ 1. Die betrifft ca. 60% der SMA-Kinder und ist die schwere Verlaufsform. Die spinale Muskelatrophie kann man eigentlich ganz gut am Begriff an sich erklären. Um eine Bewegung mit der Muskulatur durchzuführen, braucht es einmal eine Bewegungsinformation. Die entsteht in unserem Kopf, wird über die Bahnen im Rückenmark bis zum der Nervenzentrale geleitet. Die Nervenzentrale liegt im sogenannten Vorderhorn des Rückenmarks. Spinal heißt, ist ein anderer Begriff für Rückenmark. Und von dort aus zieht dann der Nerv zur Muskulatur und versorgt die Muskulatur mit der Bewegungsinformation. Bei der spinalen Muskelatrophie kommt es dazu, dass diese sogenannte Vorderhornzelle, also der Zellkörper, der im Rückenmark liegt, zugrunde geht. Dadurch wird dieser Nerv immer dünner und schwächer und versorgt die Muskulatur immer weniger mit Bewegungsinformation. Die Muskulatur verkümmert. Atrophie heißt immer, sie verkümmert die Muskulatur. Das heißt, der Muskel selbst ist nicht krank, sondern der versorgende Nerv geht zugrunde. Wenn jetzt Eltern den Eindruck haben, dass mit der Motorik ihres Kindes etwas nicht stimmt, was könnten Sie denn da beobachten, wenn es sich um SMA handeln sollte? Das eines der ersten Dinge, die Eltern sehen können, ist, dass die Babys nicht die Strampelbewegungen zeigen, wie man das bei anderen Babys sehen kann. Sie kommen von der Unterlage nicht so gut hoch. Und dann ist auch ein weiteres Alarmzeichen, wenn die Atmung eine sehr tiefe Bauchatmung ist und geradezu schaukelt. Also bei der spinalen Muskelatrophie Typ 1 sieht man als erstes, dass die Babys ihre Beine und Arme nicht ganz so kräftig bewegen wie gesunde Kinder. Sie sind insgesamt weicher, flutschen einem direkt durch die Hände, sind sehr hypoton, das heißt, sie haben wenig Muskelspannkraft. Wenn man sie hochnimmt, können sie den Kopf zu dem Zeitpunkt nicht halten, zu dem man es von anderen Kindern erwartet. Die Kinderärzte schauen regelmäßig die Neugeborenen und die Säuglinge auch auf ihre Muskelspannkraft an und werden, sobald eine sogenannte Hypotonie vorhanden ist oder eine Schwäche zu sehen ist, das Kind dann an ein spezialisiertes Zentrum zur weiteren Abklärung überweisen. Sie haben den Typ 1 erwähnt. Was versteht man denn darunter und was gibt es sonst noch für Typen bei SMA? Die spinale Muskelatrophie äußert sich durch eine Muskelschwäche und je nachdem, wie früh sich diese Muskelschwäche zeigt, in welchem Lebensalter und wie stark dann die Symptome ausgeprägt sind, unterscheiden wir Verlaufstypen. Die Kinder mit der spinalen Muskelatrophie Typ 1 sind die am schwersten betroffenen Kinder. Bei ihnen merkt man die ersten Symptome oft schon in den ersten Lebenswochen, auf jeden Fall aber im ersten Lebenshalbjahr. Die Babys erlangen niemals das freie Sitzen. Die Kinder mit der Verlaufsform Typ 2 entwickeln sich zunächst unauffällig und entwickeln dann erst im zweiten Lebenshalbjahr eine Schwäche, erlangen zwar das freie Sitzen, aber nicht mehr das freie Stehen und Gehen. Und die mildere Verlaufsform, die Verlaufsform Typ 3, sind Kinder, die zwar noch zum freien Stehen und Gehen kommen, bei denen man dann aber eine Muskelschwäche erkennen kann und die dann meistens auch die freie Gehfähigkeit im weiteren Verlauf irgendwann einbüßen.
Extrem selten in diesem Krankheitsspektrum sind Kinder mit der Verlaufsform Typ 0. Das sind Babys, bei denen schon direkt nach der Geburt eine deutliche Muskelschwäche zu sehen ist. Eigentlich Erwachsene mit der Verlaufsform Typ 4, wo dann die Muskelschwäche sich erst im Erwachsenenalter zeigt. Sie haben im Vorgespräch erklärt, dass es durch ständig besser werdende Therapieformen auch im Krankheitsverlauf besser ausschaut mittlerweile bei SMA. Wie wichtig sind denn solche Therapien und wie unterscheiden sie sich? Eine frühe Diagnostik der spinalen Muskelatrophie ist von extrem hoher Bedeutung, weil es eine Therapiemöglichkeit gibt. Man muss sich vorstellen, die spinale Muskelatrophie Typ 1 war der häufigste Grund für eine frühe Kindessterblichkeit bis vor kurzem. Die Erkrankung ist eine sehr schwer verlaufende Erkrankung, die normalerweise ohne Behandlung innerhalb von 2 Jahren zum Tode durch Atemversagen führt. Durch die neue Therapie, die uns zur Verfügung steht, ist die Erkrankung erstmals behandelbar und der Verlauf entscheidend zu verändern. Je früher wir mit der Therapie beginnen, umso besser ist dann werden die motorischen Fähigkeiten und die Überlebenswahrscheinlichkeiten der Kinder. Die Therapie mit Nusinersen steht uns schon seit ein paar Jahren zur Verfügung. Sie wird zunächst alle 2 Wochen, dann alle 4 Monate direkt in die Spülflüssigkeit vom Rückenmark injiziert und bringt, dass die Erkrankung, das Fortschreiten der Erkrankung zum Stillstand kommt. Meistens sieht man sogar auch eine Verbesserung der motorischen Funktionen der Kinder. Seit diesem Jahr gibt es auch die Gentherapie für die Kinder mit der schwersten Verlaufsform. Was auch noch zu beachten ist, ist, dass die Probleme, die Kinder entwickeln mit einer Muskelschwäche, natürlich auch im Alltag begleitet gehören. Das sind dann Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie und auch, weil es die Gesichtsmuskulatur betrifft, die Logopädie. Was man auch noch dringend sagen muss, ist Anzeichen von Schwäche oder bei Säuglingen Hypotonie sind keine Symptome, wo man lange zuwarten sollte. Zunächst einmal Physiotherapie zu machen, war früher unser Zugang und zu schauen, wie gewinnt das Kind weiter an Kraft und an motorischen Fähigkeiten. Diese Zeit haben wir aber jetzt nicht, wenn es um die spinale Muskelatrophie geht, weil wir wissen, dass am Anfang von der Erkrankung die meisten Nervenzellen zugrunde gehen. Man darf sich diese Erkrankung im Verlauf nicht linear vorstellen, dass der Reihe nach immer eine gewisse Anzahl und eine gleichbleibende Anzahl an Nervenzellen kaputt geht, sondern am Anfang der Erkrankung gehen die meisten Nervenzellen kaputt. Das heißt, die Schwäche kann hier sehr rasch voranschreiten. Später kommt es dann zu einer sogenannten chronischen Phase. Das heißt aber nicht, dass hier dann die Erkrankung zum Stillstand gekommen ist. Sie geht nur einfach langsamer voran. Das ist bedeutsam für unsere neuen Therapien. Wir müssen erstens einmal die Kinder sehr rasch erwischen, weil wir wissen, je schneller wir behandeln, umso besser sind die motorischen Fähigkeiten, die das Kind erhalten wird oder behalten kann. Weil es einfach so ist, was kaputt ist, ist kaputt und kommt auch nicht mehr zurück. Und auf der anderen Seite auch eine Therapie zu einem späteren Zeitpunkt macht noch Sinn, weil die Erkrankung eben nicht zum Stillstand kommt, sondern lebenslang voranschreitet. Was machen wir jetzt also, wenn wir bei einem Kind eine Schwäche sehen oder die Sorge haben, dass es eine spinale Muskelatrophie haben könnte? Wir machen eine Blutabnahme und schicken die in ein genetisches Labor und haben da die Antwort in 1 bis spätestens 2 Wochen. Eine wichtige Frage ganz zum Schluss. Wohin können sich denn Eltern jetzt wenden, wenn sie diesbezüglich Fragen oder Sorgen haben? Die erste Anlaufstelle ist immer der Kinderfacharzt und der wird dann an eine spezialisierte neuropädiatrische Abteilung weiterüberweisen zur Abklärung. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen und mich auf unser nächstes Gespräch zu freuen, wenn es um Therapien mit Nusinersen geht. Bis dahin alles Gute für Ihre Arbeit, weiterhin viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Die Diagnose einer chronischen Erkrankung ist für jeden Menschen schlimm.
und oft lebensverändernd. Hoffnung machen dabei immer wieder neue Ergebnisse aus der Forschung. Wie auch Sie die österreichische Muskelforschung unterstützen können, finden Sie auf unserer Homepage. Die Adresse blenden wir wieder hier im Nachspann ein. Das war's wieder. Wir freuen uns, wenn Sie am Musklus dranbleiben, uns ein Gefällt mir schenken oder uns über das Kommentarfeld Fragen und Anregungen zukommen lassen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf ein Wiedersehen. Und denken Sie dran, Wissen hilft.